Erkundungsflüge weit stromauf zeigen uns den Fluss als ein von Stromschnellen durchsetztes, tosendes Wildwasser. Nirgends eine Spur menschlicher Siedlungen in den Wäldern. Aber vor 4 Jahren sollen 3 braune Waldmenschen in Einbäumen an der großen Stromschnelle erschienen sein und ihre zahmen Papageien gegen Messer, Glasperlen und Hunde bei den Gummisuchern hier eingetauscht haben. Diese Indianer müssen wir finden. Nach unserer Geländeerkundung mit dem Flugzeug stellen wir Bootsflotte und Mischlingsmannschaft zusammen. Die Flugmaschine hat ihren Dienst erfüllt und geht nach Parat zurück. Der Vorstoß mit der Bootsflotte beginnt. Eine Mannschaft ist geheuert. Tarcisio, ihr Hauptmann, hat Indianerblut in seinen Adern. Francisco ist passionierter Jäger. Alle Männer sind voll freudiger Erwartung. Curupá erzählt seinen Freunden, wie er neulich auf der Jagd keckernd die Riesenfischottern anlockte. Manuel, der Jäger, ist stolz auf seinen alten Vorderlader. Das sind nur 4 aus unserer 21-köpfigen Mannschaft. Mit ihnen setzen wir zum Angriff an auf den weißen Fleck am Rio Yari. Die erste Barrikade, über 20 Meter hohe Wasserfälle. Hier müssen wir hinüber mit 6 Kähnen und 100 Zentnern Ladung. Heran, wie es der Wasserabsturz zulässt. Der erste Kahn fährt in die Buschlücke am Ufer ein, wo die Männer in halbwöchiger Arbeit einen Pfad über die Felsen hinauf zum oberen Plateau geschlagen haben. Mühsam, Meter für Meter, rocken wir die 14 Zentner schweren Kähne bergauf. Dessen tragen andere Kolonnen den Berg der Koffer, Kisten, Säcke, den Hühnerstall mit unserem Dutzend lebender Hühner zum oberen Flussbett hinauf. Nach einer weiteren halben Woche ist die Flotte oben auf dem Plateau und kommt zu der letzten Hütte der Gummisucher am oberen Fluss herangerudert. Der letzte Teil der Trägerkarawane trifft gleichfalls ein. Beide Kolonnen sind wieder vereint. Und schon summen die ersten Geißeln des Yari Wolken von Fliegen um unsere Proviantsäcke. In aller Eile verstaut die Mannschaft die schweren Kisten mit Munition, Filmgerät, Apparaten, Tonapparatur, unzählige Säcke mit Proviant. Stangen gepressten Tabaks, Vorrat für Monate. Jetzt gehen die Männer an ihre Plätze. Der große Tag des Startes ins Unerforschte ist gekommen. Reisetag züngeln schaumköpfige Wellen uns entgegen. Wir haben die Wildwasserregion erreicht. Stromschnellen sperren uns den Weg. Der Kampf beginnt. Mit dem
langen Seil arbeiten sich die Männer gegen die Strömung vor. Sie kriechen gleichsam gegen den Druck des Wassers an. Felsen dienen als Stützpunkte des Vorarbeitens. Jeder sucht sich den besten Weg voraus, bis alle oben am Ende des Kabels sind. Und mit vereinten Kräften den Lastkahn über die Wasserschwelle zerren. Meter für Meter wird gegen den Sog des Wildwassers gekämpft. Endlich, nach mehrtägiger Arbeit, ist das erste Stromschnellengebiet bezwungen. Geier kreisen am Himmel über uns. An Rasttagen machen wir Jagd für die zoologische Sammlung, reparieren einen großen Hühnervogel, bauen für mehrere Tage ein Jagdlager in wildreichem Revier. Seit einer Woche arbeiten wir uns stromauf mit dem heiß ersehnten Ziel, die Waldindianer zu finden, die vor Jahren zum Tausch den Fluss herunterkamen. Niemand kann sagen, wo sie hier oben im Schoße der grünen Einöden hausen. Wir befürchten, dass Wochen oder Monate verstreichen werden und wir ahnen nicht, dass wir am Vorabend große Ereignisse stehen. In der Morgenfrühe des zweiten Lagertages wird ein Abuti, ein Goldhase, erlegt und präpariert. Das Fell wandert in die zoologische Sammlung, das Fleisch in den Kochtopf. Vormittags Jagd auf dem Fluss. Ein angeschossenes kleines Krokodil. Ein Augenbrauenkaiman. Endlich bekommen wir ihn mit Stangen heraus. Die Panzerechse gibt einen guten Braten für die Lagerküche. Mittagsmahl unter Urwaldbäumen. Zum Krokodilfleisch gibt es Reis und Bohnen. Wir sitzen beim Mahl. Da kommt auf einmal der Küchenjunge angerast und brüllt, Injo, Injo. Wir trauen unseren Augen nicht, stürzen ans Ufer. Da kommt auf der stillen Bucht tatsächlich ein Indianer-Einbaum angerudert. Ich habe sofort die Kamera heraus. Tatsächlich, der nackte Waldmensch mit seinen Papageien im Boot kommt zögernd heran. Rainer geht auf ihn zu, umarmt ihn, um zu zeigen, dass wir Freunde sind. Wir stehen dem ersten echten Waldmenschen der Urrasse Amerikas gegenüber. Einer der Mischlinge versucht zu dolmetschen. Er kann einige Indianerworte. Der Indianer ist stromab zur großen Stromschnelle unterwegs, um seine Papageien gegen Messer, Glasperlen und Stoffe bei den Mischlingen einzutauschen. Como assim?
Seine erste Sorge jetzt gilt seinen Papageien.